Ja, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Video in Sachen Netzwerktechnik. Heute befassen wir uns mal hier mit dem Patchen bzw. mit der Verteilung unseres Netzwerksignals, unserer Netzwerkkabel etc. pp. Hier vor uns haben wir ein sogenanntes Patch-Panel. Ja, das ist jetzt kein besonders hochwertiges Patch-Panel. Das ist von TKM ein CAT 5, ein Kategorie 5 Patch-Panel. Ist nicht so sonderlich, aber es tut auf jeden Fall jetzt für das Video seinen Zweck. Wie man es unschön erkennen kann, wir haben hier, wenn man mal durchzählt, 24 RJ45 Buchsen. Dann haben wir hier Befestigungsmöglichkeiten für die einzelnen Kabel. Und dann ganz wichtig, wenn wir in einem Verteilerkasten arbeiten, haben wir hier eine Schraube. Und ja, was kann man da anschließen? Natürlich die sogenannte Erde, Potentialausgleich, das Thema. Sollte man nicht vergessen. So, dann machen wir das Ganze auch mal hier auf. Machen hier den Deckel hier ab. Ja, und was wir dann hier sehen können, sind die sogenannten LSA-Anschlussleisten. Ich gehe mal da ein bisschen näher hin, dass man das ein bisschen sehen kann hier. So sieht das Ganze hier aus. Das sind die LSA-Anschlussleisten. Ja, und da habe ich auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Und da werden wir jetzt auch mal ein bisschen näher hingehen. So, dann sind wir hier an unserer LSA-Anschlussleiste auf dem Patch-Panel. Wir sehen hier schon angeschlossene Leitungen. Hoppala. Wie man hier ein bisschen erkennen kann. Ich tue das mal da so rüber. Wie man erkennen kann, ich habe da eine Leitung etwas anders angeschlossen. Nämlich, ich habe aus einer Leitung hier zwei Anschlüsse gemacht. Dazu kommen wir später nochmal. So, hier der erste Port. So sieht es aus, wenn man es komplett auf eine Leitung zieht. Das bedeutet, eine Buchse, eine Leitung. So soll es auch im Endeffekt eigentlich sein. Zumindest wenn man Gigabit-Übertragung haben möchte, dann braucht man natürlich alle 8 Adern hier. Worauf ich auch hier, wie man sehen kann, geachtet habe, ist, dass ich die Abschirmung von den einzelnen Adernpaaren bis kurz vor dem LSA-Anschlussteil drangelassen habe. Natürlich auch unter der Folie natürlich auch die Verdrillung. Und hier sieht man, hat man hier wunderbar die Abschirmung unter diesem, ich sag jetzt mal, Haltestutzen Verbindungsstück Dingenskirchen. Ja, so. Dann kommen wir hier zu dem anderen Paar. Da müssen wir wieder ein bisschen weiter weg, ne? Ja. Und zwar, hier sehen wir ein Kabel hier. Und das wird auf zwei Leisten aufgeteilt. Ja, warum habe ich das so gemacht? Nun, in der Praxis ist es ja so, dass man ja wenn man eine Netzwerkdose hat, dann hat man ja zwei Buchsen. Normalerweise bedeutet das für jede Buchse ein Kabel. Also ein Verlegekabel pro Buchse. Bedeutet, für jede Netzwerkdose
müsstest du zwei Kabel verlegen. Nun, bei mir daheim ist es so, ich habe, also beziehungsweise mir selbst genügen 100 Mbit. Das genügt für mich einfach. Deshalb kommt bei mir zu Hause nämlich diese Variante zum Einsatz. Also zum größten Teil zum Einsatz. Und somit habe ich zwei Buchsen über ein einziges Kabel gelegt. Wie man hier sehen kann, wie man das macht. Nun, die erste Buchse hier, die haben wir so belegt, wie sie original auch ist. Das heißt, unser grünes Paar und unser orangenes Paar sind normal belegt. Für die zweite Dose hier habe ich die restlichen zwei Paare genommen, nämlich das blaue und das braune. Das blau-weiße auf Pin 1, das blaue auf Pin 2, das braun-weiße auf Pin 3 und auf Pin 6 das braune. Wer jetzt über sein Netzwerkkabel nicht nur Computer anschließen möchte, Netzwerkgeräte, sondern zum Beispiel auch Telefone, dem empfehle ich die erste Variante, nämlich diese hier. Das bedeutet, eine Buchse, ein Kabel. Weil da kannst du überhaupt nichts falsch machen. Da kannst du anschließen, was du willst, sozusagen. Da kannst du auch mal hier ein Telefon anschließen, von der Telefonanlage hier reingehen und dann in der Gegenbuchse quasi das Telefon anstecken. Und dann passt es. Wo wir hier bei der zweiten Variante ja schon ein Problem haben. Denn der Standard für Telefonanlagen besagt, man braucht den PIN 4 und PIN 5. Und der ist nämlich hier in unserer zweiten Variante nicht belegt. Sondern hier haben wir nur belegt 1, 2, 3 und 6. 4 und 5 ist leer. Nun, wie sieht es denn aus? Warum brauche ich so ein Batch Battle überhaupt? Warum kann ich nicht das verlegte Kabel direkt an Stecker dran machen und direkt in meinen Switch rein machen? Nun, im Prinzip kannst du das machen. Allerdings, wenn du ein richtiges Verlegekabel benutzt zum Verlegen, dann hast du spätestens beim Montieren das RJ45-Stecker hier ein Problem, weil der Aderquerschnitt vom Verlegekabel ist ein bisschen größer und es ist einfach nicht dazu geeignet. Aber das kannst du ja dann selber feststellen, wenn du versuchst, da Verlegekabel zu benutzen für einen RJ45 Stecker. Es gibt aber dafür spezielle Stecker, die sind ein bisschen teurer, die sind dafür ausgelegt, für Verlegekabel anzuschließen. Der andere Grund, warum man so ein Batch Panel benutzt, habe ich da vielleicht schon ein bisschen raushören lassen. Man kann hier sozusagen nicht nur Netzwerkgeräte anschließen, man kann hier nicht nur einen Switch anschließen, sondern, wie auch schon erwähnt, eine Telefonanlage. Also sprich, man könnte hier auch auf die eine Buchse quasi Netzwerk legen, auf die andere Buchse zum Beispiel Telefon. Zum Beispiel. Und später, wenn man zum Beispiel jetzt umrüstet auf Voice over IP, dann kann man das nämlich einfach rausziehen, die Telefonanlage von dem Port, und kann dann einfach ein Netzwerk, ein Patchkabel zwischen dem Port und dem Switch einstecken. Und dann hat man beide Ports für Netzwerk. Wichtig hierbei, wie gesagt, dass
für beide Buchsen, dass beide Buchsen voll belegt sind. So, eine andere Frage ist, wie schließe ich da überhaupt irgendeinen Draht an? Ja, wie schließe ich da überhaupt irgendeinen Draht an? Da komme ich doch, da ist doch nichts zum Schrauben, außer die Dinger hier. Aber da ist doch nichts zum Schrauben. Ja. Dafür gibt es ein spezielles Werkzeug. Und ja, auch für dieses Teil gibt es professionelleres Werkzeug, wie ich jetzt hier habe. Und zwar dieses hier. Ja, das ist ein sogenanntes LSA-Anlegewerkzeug. Und wir schauen uns das Ganze mal hier etwas näher an. Wenn er scharf stellt. Du meinst, das ist mal weg da, ne? So. So, jetzt haben wir das Ganze hier etwas näher. Und so sieht es aus. Das hat hier vorne eine Schere. Diese Schere hier schneidet quasi die Überreste des Kabels ab. Der andere Teil drückt das Kabel bzw. die Ader in die Leiste rein. Bedeutet, das Gerät macht Folgendes. Es drückt die Ader rein in die LSA-Anschlussleiste und kappt sofort den überschüssigen Draht weg. Ich versuche das jetzt mal mit, macht es bitte nicht zu Hause nach jetzt hier. Ich brauche da auch sehr viel Kraft. Na? Ja. Und was wir hier da auch noch dran haben an diesem LSA-Anlegewerkzeug, sind zwei Tools. Ich hole die mal hier so raus. Ja, der eine wird sagen, ja, das eine ist der Schürhaken und das andere, das ist wahrscheinlich zum Zähne Zwischenraum sauber machen oder was weiß ich was, oder zum Pobel rausziehen. Kann man machen. Aber die eigentliche Verwendung ist eigentlich diese, mit dem Haken hier, mit dem sogenannten Schürhaken, da kannst du Adern rausholen. Also da kannst du, wenn du jetzt Enddrahten tust, also wenn du jetzt zum Beispiel von einem Fatale, einem Patch-Panel rausnimmst, dann musst du hier irgendwie die Adern wieder rausbringen irgendwo. Zumindest wenn du das Patch-Belt wieder verwenden möchtest. Dann kannst du hier nämlich wunderbar die Adern hier rausziehen. Machen wir dann später auch noch. Hier, das hier ist zum Reindrücken von Adern. Wenn jetzt zum Beispiel durch, ja, also mir ist es jetzt bis jetzt noch nicht so passiert, aber es kann mal vorkommen, irgendwann mal, dass die Ader nicht richtig in die LSA-Leiste eingedrückt worden ist. Und dann kann man quasi mit dem Tool hier etwas nachhelfen. So, wie hole ich jetzt da die Adern raus? Da fangen wir mal an. Wir tun jetzt das hier mal entdrahten. Ja, ich möchte das Patch-Panel jetzt ausbauen. Und möchte die Leitung jetzt aber nicht zu sehr abkappen, weil sonst fehlt mir ja dann da das Stück hier, ne? Und wie mache ich das am gescheitsten? Nun, am besten wäre es erst einmal die ganze Schose hier loggen. Man kann es natürlich auch anders machen. Man behält das erstmal drinnen und löst dann die Adern. Aber ich mache es jetzt erstmal so. Und dann gehen wir mit dem
holen wir uns einen Schürhaken raus. So, legen den so an. So, und jetzt wird es ein wenig kritisch, ne? Weil ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Und zwar, ich greife hier die Ader und im Endeffekt ziehe ich die hoch, ziehe ich die raus. So, und dann habe ich die hier. Und das Ganze mache ich jetzt mit den anderen Adern hier auch. Man muss nur schauen, dass man wirklich an der LSA-Leiste anliegt mit dem Werkzeug. Und dann kann man da nämlich hochziehen, wenn es raus will. Wenn nicht, muss man halt mit beiden Fingern mal hin. So. Man kann auch hier ein bisschen dagegen drücken, dass das da ein bisschen Druck gibt. Und dann kann man hier das rausziehen. Ich habe auch auf meinem Kanal, glaube ich, ein Video, wo ich nur diesen Vorgang mache. Das ist schon ein bisschen älter. So. So. So, dann haben wir das hier gelöst. Das da hinten ist noch original da, wunderbar, okay. Und dann schaut das Ganze so aus. Hoppala, die sieht ein bisschen. So. So, und jetzt möchten wir ein neues Kabel hier anbringen. An diesem Port, voll belegt. Also sprich, wir tun jetzt das wieder da rein. Allerdings fangen wir von neu an. Nun, man geht her, tut es ungefähr, dass es ein bisschen drüber steht. Also ich persönlich bin da sehr, sehr großzügig. Wirklich sehr großzügig. So, jetzt haben wir das einmal so. Und jetzt befestigen wir das Kabel. Wie wir gesehen haben, auf diesem Patchwell hier, es sind keine Farbcodes drauf, sondern nur Zahlen. Das liegt daran, dass bei diesem Patchfeld hier, das ist sozusagen neutral. Bedeutet, wir brauchen unsere PIN-Belegung. Diese PIN-Belegung haben wir hier. Wir belegen nach T568A. Bedeutet, PIN 1. Und PIN 2 ist das grüne Paar. Mit dem fangen wir jetzt an. Als erstes brauchen wir das grün-weiß gestreifte und danach das grüne. So, hier lassen wir die Abschirmung bis kurz vor der Anschlussstelle. Ich zwirbel das immer da so ein bisschen hin.
und dann lege ich das hier so auf. Ich gebe hier vorne nicht viel Druck, eigentlich fast gar keinen Druck. Ich sorge bloß dafür, dass das da nicht wieder rausrutscht. Man muss halt wirklich schauen, dass das wirklich kerzengerade ist. Deswegen, wer da nicht fit ist, wirklich jede Ader einzeln machen. So. Dies ist erledigt. Und so sieht es aus. Das erste Paar. Ich kann sie mal von der anderen Seite machen, dass man das mit der Schere sieht. So, jetzt habe ich das ein bisschen umgedreht und jetzt fangen wir an mit dem nächsten Paar. Ja, mit der nächsten Farbe, das ist die Farbe Orange und Weiß. Diese Ader brauchen wir als nächstes auf Pin 3. Es kann sein, dass sich da diese Abschirmung abdreht und dann einfach wieder herumwickeln. So. Wunderbar. So, dann können wir diese zweite Ader, also das Orangene, gleich direkt auf den richtigen Pin setzen. Der muss aber auf Pin 6. Der muss auf Pin 6. Weil hier, wie wir sehen, so, dann können wir auch gleich hier mit dieser Ader hier fortfahren. Und zwar müssen wir hier nämlich auf Pin 6 gehen. Hier. Pin 6, Orange. Hier. Bei Pin 3 haben wir hier das Orange-Weißene. Das Blau und das Blau-Weiße, das gehört hier in die Mitte rein. Auf 4 und 5. Also gehen wir jetzt mal mit dem Orangen hier auf Pin 6. So, der ist auch drinnen. Dann gehen wir weiter zum nächsten Paar. Das ist das blaue Paar.
blaue Paar kommt auf Pin 4 und 5. Pin 4, das ist das komplett blaue. So. Sehr gut. Und nun das letzte Paar, das braun-weiße und das braune. So, nun hätten wir das erledigt. So sieht das aus. Und für die, die sich schon ein bisschen auskennen, die werden festgestellt haben, ja, Bruder, da hast du kein Verlegekabel benutzt, sondern ein normales Patchkabel. Ja, das stimmt. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, für zu Hause, für privat, als Hobbybastler etc., solange man die Kabel nicht unter Putz verlegt oder nicht fest irgendwo untergrabt etc., sondern nur auf Putz oder sonst irgendwie anders verlegt, kann man dieses Patchkabel verwenden. Man muss halt darauf achten, dass es wirklich dieses Patchkabel ist, wo wirklich jedes Paar einzeln abgeschirmt ist und wo die Schirmung auch wirklich gut ist und dass der Leitungsquerschnitt an sich von dem Kabel einfach besser passt. Ich kann es euch ja hier nochmal zeigen. So sieht das Ganze hier aus. Da ist jedes einzelne Paar abgeschirmt und komplett außenrum dieses Drahtgeflecht. So. Genau. Zu der Frage, welches Kabel kann ich denn oder muss ich denn verlegen? Nun, meiner Meinung nach ist es für Privatanwender genügend, mindestens ein Cat 6 benutzen mit der Bezeichnung S-FTP. Das haben wir das da irgendwo stehen? Nee, natürlich nicht. Natürlich haben wir das jetzt dann nicht draufstehen auf dem Kabel. Aber auf jeden Fall, auf dem Kabel muss draufstehen SFTP. Hier haben wir es. Wenn es scharf stellt, ja. Hier. Cat6 SFTP.
Das benutze ich auch zum Verlegen, zum Patchen, für alles. Ich habe natürlich auch ein Verlegekabel da. Das ist auch im Einsatz. Allerdings wirklich nur für die Kabel, die auch unter Putz verlegt werden. Grundsätzlich, ja, das muss man selber abwägen. Also ich sage natürlich, möchte man zukunftssicher das Ganze machen, dann sollte man schon auf Cat 7 zurückgreifen als Verlegekabel und als Patchkabel hier dieses Cat 6, was jetzt ich da habe. Man muss sich das halt eben etwas selber man muss sich das selber überlegen. Wichtig ist halt, wenn man es macht, dann ordentlich machen. Also was jetzt die Pinbelegung und so weiter angeht, dass man da am Ende dann einfach kein Wirrwarr hat, ne? Jetzt nicht jetzt hier diese Belegung dann machen nach T568A, die andere Maxe dann nach T568B, die andere Maxe nach Kauderwelsch, die andere Maxe durcheinander und keine Ahnung. Also wenn dann immer gleichbleibend verwenden und dann hat man am Ende dann bei seiner Verkabelung nicht wirklich Probleme. Nun haben wir natürlich jetzt eine Leitung von unserem Patchfeld bis hin zur Dose. So, oder auch zwei Kabel. Im Idealfall zwei Kabel. Nun, wie sieht es denn dann in der Dose aus? Nun, also ich kenne jetzt verschiedene Arten. Ich habe jetzt zwei verschiedene Dosen jetzt da. Einmal, das ist die hier. Ich sage jetzt mal, das ist so die, ich sage jetzt keine Namen an. Das sind einfach so No-Name-Dosen, so Eintagsfliegen-Dingens kriegen da halt, ne? Die haben auch da hier so eine Plastikhalterung für die Wand dann, ne? Man hat an sich, wenn man die zusammenbaut, und ja, die war schon im Einsatz. Deswegen die jetzt da, weil ich die ausgetauscht habe gegen die andere. Man hat hier, wie man sehen kann, auch nicht wirklich viel Platz dann für sozusagen ein Reservekabel. Na, also sollte dann die Buchse dann quasi mal die Dose halt dann wegkommen, dann hat man dann wahrscheinlich vielleicht nur so viel Stück dann aus der Wand rausstehen und da kannst du dann nicht wirklich mehr was anfangen. Ja, wie sieht diese Dose denn jetzt aus? Nun machen wir das Ding mal auf hier. Und dann zeige ich auch mal, was man hier bei dieser Dose achten muss oder sollte. Auf was man sich quasi gefasst machen kann. Erstmal diese zwei Schrauben hier. Und dann hat man da so einen Bügel. Dieser Bügel hält diese zwei Metalldinger zusammen. Das ist quasi das Metallgehäuse von der ganzen Buchse. Und ja. Ui, die ist jetzt raus. Ui, du Lump. Du Lump. Die ist jetzt raus. Jetzt alle. So. So sehen diese Teile aus. Und wie man so unschwer erkennen kann, muss man darauf achten, dass man das Kabel erst hier durchführt. Ja. Erst hier durchführen und dann die
und dann die Dose anschließen. Weil ansonsten hast du nämlich hinterher nämlich ein großes Problem. Na, okay, ich habe auch schon schlau mal gesehen, die lassen dann eine Seite einfach weg oder sie schneiden dann da irgendwie durch. Na? Ja, gibt's, ne? Lacht nicht, gibt's. Das gibt's alles. So, und so sieht die Dose an sich aus. Wir haben hier auch wieder zwei verschiedene Belegarten, nämlich nach der T568A und nach der T568B. Also hier sieht man gekennzeichnet A und oben drüber B. Hier auch A, B. Na? Bei Anschlussdosen ist es so, dass die obere Anschlussreihe hier ist immer für die erste Buchse. Also diese Anschlussreihe ist für diese Buchse. Diese Anschlussreihe ist für die zweite Buchse. In manchen manchen Dosen ist es auch gekennzeichnet extra nochmal mit P1, P2 oder R und L. Das ist jetzt bei der Dose jetzt nicht wirklich der Fall. Da sieht man gar keine Kennung, wo was ist. Man kann es dann im Endeffekt dann nur sehen, wenn man das ganze Ding auseinander nimmt da, ne? Ich mag es jetzt einmal nicht, ne? Aber wenn man das auch komplett auseinander nimmt und man geht die Leiterbahne nach, dann kann man das erkennen. Na. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das in der Bedienungsanleitung drin steht, was ist. Ehrlich gesagt, von der Dose, da will ich es auch gar nicht mehr wissen. Friedeln wir das mal wieder zusammen. Es ist halt eine günstige Variante. Es ist eine günstige Variante, okay, aber ganz ehrlich, diese 1-2 Euro, oder nicht mal 1-2 Euro, was man da spart, da gehe ich doch dann lieber her und hol mir das hier. Oder was noch höherwertig ist. Okay, dann ist natürlich klar, dann nach oben hin ist keine große Grenze. Aber das hier sieht schon mal ganz anders aus. Hier. Und bei der Dose hier hat man nämlich auch einen Vorteil, wie man jetzt unschwer erkennen kann. Diese Dose kann man nicht nur auf Putz verwenden, weil die Dose hier kannst du nur auf Putz verwenden. Da hast du keine andere Möglichkeit. Diese Dose kannst du auf Putz verwenden oder unter Putz. Und die sieht schon mal etwas anders aus, ne? Nun machen wir die mal auf. So, um jetzt an die Anschlussleisten zu kommen, muss man hier hinten aufmachen. Diese eine Schraube. Und zack. Hier haben wir schon stehen. P1, P2. P1 ist die erste Buchse, P2 die zweite Buchse. Also P1, P2. Hier an der Buchse, hier an der Dose selber, hier an den Buchsen ist nichts beschriftet. Aber seid gewiss, es ist so. P1, P2.
Dann haben wir hier ebenfalls noch die Belegungen für Typ A, Typ B. Man sieht, das ist eine Cat 6 Dose. Und was gibt es da sonst noch so zu sagen? Nun zum Anschließen. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt euer Kabel und ihr schließt es im Endeffekt genauso an wie in eurem Patchfeld. Das sollte auch im Allgemeinen wichtig sein, dass ihr euch das merkt, dass ihr eine Anschlussdose genauso anschließt wie in eurem Patchfeld. Weil wenn ihr jetzt da einen Farbendreher macht, ne, ihr habt jetzt da in eurem Patchfeld nach Typ A jetzt angelegt und hier legt ihr dann plötzlich auf Typ B an. Ja, dann habt ihr ein bisschen, naja, kein großes Problem, aber dann habt ihr halt einen Crossover. Oh. Ja, also es ist halt nicht sehr vorteilhaft, ne? Zwei verschiedene Belegungen in einem Kabel zu haben. Ne? Und zu der Variante mit zwei Buchsen über ein Kabel zu legen. Wie gesagt, einfach so belegen, wie es im Patchpanel ist. Ne? Großartig kann man da oder braucht man da, denke ich, nichts sagen. Ne? Das mit dem Ablängen etc. Einfach ein Tipp, nehmt lieber ein bisschen mehr zum Abisolieren und dass ihr ein bisschen mehr Luft habt, dass ihr ein bisschen mehr besser arbeiten könnt, als wenn ihr das so eng da umeinander fitteln müsst. Ne? Und achtet halt dabei, dass euer Kabel und eure Dose immer abgeschirmt ist und mit der Schirmung vom Kabel verbunden seid. Ne? Und ja, ich habe auch schon Leute gesehen, die haben ungeschirmte Kabel verlegt, weil es gibt ungeschirmte Netzwerkkabel, die werden auch heute noch zahlreich verkauft. Warum, weiß ich nicht. Anscheinend gibt es natürlich Menschen, die das kaufen. Wahrscheinlich, weil es halt billiger ist, ne? Aber ja, im Endeffekt tust du dir da selber nichts Gutes dabei, weil ungeschirmte Kabel, die sind nicht zukunftssicher und da kannst du froh sein, wenn es dir überhaupt 80, 60 Mbit auf 100 Meter überhaupt zusammenkriegst. Na, wenn überhaupt. Außerdem, so viel kostet jetzt dieses Kabel hier nicht. Von dem Kabel hier, das ist ein Cat 6, wie vorhin schon erwähnt, das kostet um die 30 Euro inklusive Versand. Na, also, und man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein so großes Klump ist. Also es mag jetzt nicht vergleichbar sein mit einem richtigen Cat 7. Es mag auch vielleicht jetzt nicht hundertprozentig an die 100 Mbit zustande kommen etc. Doch 100 Mbit schon, aber halt kein Gigabit. Also für einen Heimanwender taucht's. Während wirklich es wichtig ist, dass er wirklich Gigabit-Übertragungen zu Hause macht, dann führt kein Weg vorbei, sich ein Cat 7-Kabel und alles auf Cat 7 zuzulegen. Und hier auch eine Anmerkung: Man sollte immer schauen, dass man möglichst bei den CAT-Angaben möglichst immer gleich ist. Also was jetzt zum Beispiel Verlegung ist, also dass man jetzt zum Beispiel kein CAT 5 zum Beispiel als Verlegekabel nimmt und dann ein CAT 7 dann für zwischen Dose und Endgerät. Weil das bringt dann nämlich nicht wirklich was. Ne?
Also umgekehrt ja, also als Verlegekabel Cat 7 und als Endgerätekabel nennen so ein Cat 6, dann ist es eigentlich perfekt. Und wie gesagt, für einen Hobbybastler oder für mich persönlich jetzt, also für mich persönlich reicht jetzt das hier, ne, alles auf dieses Cat 6. Es ist gut geschirmt. Ich habe bisher noch keine Probleme gehabt. Auch von der Übertragung her. Also ich kann da jetzt nicht wirklich was meckern. Und nochmal als Anmerkung, wenn ihr mit Verteilerschränken arbeitet und solche großen Patchpanels habt, immer erden. Das Gehäuse eures Verteilers immer erden. Denn euer Switch wird euch am Ende nämlich danken. So, meine lieben Freunde, das war's auch schon für heute, für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, zuzuschauen, wie ich mich da abfriemle. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Frage, dann schreibt es runter in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, einfach mal einen Daumen nach oben geben, abonnieren etc. pp. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie es ihr gemacht hättet. Es wird mit Sicherheit den ein oder anderen fachmännischeren Menschen geben, der da wahrscheinlich seinen Senf dazu gibt. Das darf er natürlich, da bin ich auch offen. Und ich bin natürlich auch für Verbesserungsvorschläge gerne bereit. Wie gesagt, hier in diese Videos, es geht darum, wie es ich persönlich mache. Das soll jetzt nicht eine Vorschrift an euch sein, wie es ihr machen müsst. Nein, sondern es ist einfach nur als Zeigen, wie es ich mache. Und um euch meine Erfahrung als Hobbybastler, als Hobby-ITler euch nahe zu bringen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß, genießt die Zeit und man sieht sich im nächsten Video wieder.